Eins, zwei, drei und los. Oh, hallo Freunde, auch gerade am neuen Beet anlegen. November, optimale Zeit, um die Beete vorzubereiten. Und seid ihr auch schon am Umwühlen? Wie, schaut mich ja jetzt nicht so an. Ja, No-Dig-Verfahren, ja, nicht umgraben, was umgraben macht, Boden nehmen kaputt. Schaut mich jetzt nicht so an, so tragisch, als ob eure Welt kaputt gegangen wäre. Wow, jetzt bisschen runterkommen. Steckt die Mistgabeln wieder ein, lasst mich doch alles erklären. Alles mit der Ruhe. Nehmen wir uns jetzt die Zeit und dann erkläre ich euch meine Methoden, wie ich jetzt die Beete vorbereite. So, dann setzen wir uns einfach alle mal wieder hin, kommen zur Ruhe, sind zentriert, neutral, stecken die Mistgabeln und die Fackeln wieder zurück. Und dann erkläre ich euch einfach mal ein bisschen, wie ich meine Beete anlege. Und zwar, wir sind jetzt Anfang November, jetzt kommen so langsam die Beetvorbereitungen, mache ich jetzt hier in der Fläche von meinem Vater hier im Garten, tue ein bisschen umgraben, auch im Gewächshaus. Geht jetzt schon langsam dem Ende zu. Die Tomaten lasse ich noch bis zu Dezember stehen. Und Paprikas und Auberginen sind so ziemlich vorbei, habe ich also fast alle abgeerntet. Und da habe ich jetzt auch schon angefangen umzugraben. Ist ja auch, ja, jetzt ist halt neuerdings, beziehungsweise nicht neuerdings, ist schon Jahre alt. Dass man halt nicht umgraben soll, ist halt nicht ganz so gut für das Bodenleben, ist natürlich wahr. Das ist halt das Bodenleben oder die Mikroorganismen und die Regenwürmer und die ganzen Kleinsttiere auch durcheinander bringt, wenn man halt den Boden einmal kippt. Das heißt, dass die Mikroorganismen, die Sauerstoff benötigen, die oben sind, nach unten gebracht werden. Das ist das Problem auch beim tiefen Pflugen zum Beispiel. Und da hat man jetzt auch da das Problem, dass halt auch die Regenwürmer haben wir natürlich hier zu Hause. Das sehe ich natürlich auch, dass die so ein kleines Zuhause haben und da einen Erdbrocken drinstecken. Das sehe ich natürlich. Bin ja nicht blind. Freue mich auch immer wieder, wenn ich da Regenwürmer sehe. Aber es ist grundsätzlich so meine Erfahrung. Ich habe sowohl das No-Dig als auch, also das Nicht-Umgraben und das mit der Grabgabel. Das Umgraben ist, was ich jetzt auch mehr oder weniger die letzten 4 Jahre gelernt habe. Und es ist so, also hier im Garten meiner Eltern tun wir jetzt umgraben, weil mein Vater natürlich möchte, dass dieses Fünffingerkraut oder Gundermann die Wurzeln hat. Wirklich sehr stark, vor allem das Fünffingerkraut oder sowas wie Ackerwinne, die haben so richtig tiefe Wurzeln und die klettern halt über die ganze Beete und wuchern halt auch alles zu, wenn man nicht dran bleibt. Möchte es halt ein bisschen eindämmen, möchte halt die Methode nutzen. Er ist halt so aufgewachsen mit dem Umgraben. Natürlich kann ich ihm jetzt auch erklären, tue ich auch, dass das nicht so gut für den Bodenlebewesen ist. Ist halt jetzt auch so, dass hier gerade meine Eltern sind ja auf 1,20 Meter Tiefe Bodenwärmrohre für die Bodenheizung. So, jetzt ist halt bei diesem No-Dig-Verfahren nicht umgraben, sollte man ja auch Pappe verwenden. Also Pappe und dann Kompost 15 bis 20 oder 30 cm tief und das nochmal alles mulchen. Gibt auch andere Methoden. So, ist ja jetzt so, wenn ich hier Erde anschippe jedes Jahr oder immer aufhäufe, dann kann es halt sein, dass die Rohre nicht mehr auf 1,20 Tiefe mehr liegen, sondern noch tiefer. Und dann kann es halt sein, wenn dann die Rohre nicht mehr richtig arbeiten, dass hier ein Bagger kommen muss und hier das alles rausreißen. Also beziehungsweise den Garten, die Rohre, der Bagger hier alles kaputt macht. So, ganz kurz. Möchte natürlich meinen Vater vermeiden, das sind seine Gedankenspiele. Mir wäre es relativ egal, ich würde es trotzdem machen. Aber es ist halt immer noch ja, sein Grundstück in dem Zusammenhang, auch wenn ich das nicht so mag. Und er haftet auch dafür mit seiner Person, nicht als Mensch. Und es ist halt hier immer noch seine Entscheidung.
Und weil er das gemacht hat, gut, dann unterstütze ich ihn. Ich habe nichts gegen das Umgraben. Ich mache das Beste, was ich hier mache. Ich arbeite hier auch meinen eigenen Bokashi ein, den ich in luftdicht verschließbaren Eimer fermentiere. Habe ich auch schon mal öfters ein Video dazu gemacht mit meinen eigenen effektiven Mikroorganismen. Das arbeite ich hier leicht ein. Habe auch jetzt hier so einen kleinen Komposthaufen bzw. einen Misthaufen, wo die Kürbisse waren, unten auf dem Feld. Habe ich in Säcke abgefüllt. Da sind Pilze und Regenwürmer. Pilzmyzele, die werfe ich da auch jetzt noch oben drauf und die schichte ich halt so ein bisschen ein. Habe den Bokashi zum Beispiel im Gewächshaus mit eingearbeitet und dann darauf diesen Kompost und dann das ganze Laub. Da erholt sich schon wieder das Bodenleben gewesen und man muss es auch nicht ganz so streng sehen. Man verändert zwar die Struktur und Leute kommen jetzt auch, das sei unnatürlich umgraben. Schaut euch das mal ein bisschen weiter an. Ja, gebe ich euch natürlich auch recht. Man muss aber auch so sehen, dass zum Beispiel, wenn man sich Schweine anschaut oder Wildschweine, Wühlmäuse, Maulwürfe, die durchwühlen auch unterirdisch den Boden sehr stark, wenn man so weiter auch denkt. Das heißt, die bringen die Struktur auch bis an die Oberfläche durcheinander. Das heißt, dass Umgraben auch nicht so nach meiner Ansicht nicht ganz so unnatürlich ist. Also in der Natur gibt es wirklich Beispiele, die halt dann wirklich das so auch aufwühlen und umgraben. Das gibt es natürlich auch. Hühner oder sowas. Vögel, die picken ja auch an den Samen und wühlen da auch ein bisschen in der Erde rum. Ob sie es jetzt so tiefgründig machen, das sei eine andere Frage dahingestellt. Also es ist nicht ganz so schlimm. Und mit dem Nordic-Verfahren habe ich natürlich auch meine Erfahrungen. Ich habe es jetzt wieder im Schrebergarten, im Naturgarten gemacht. Da habe ich Pappe ausgelegt. Da muss man aber natürlich auch wieder schauen. Pappe wird ja auch industriell hergestellt. Muss man auch wieder mit den ganzen Klebstoffen, mit den Farben, mit dem Leim schauen. Wenn man das nicht jetzt unbedingt haben möchte, dieses Mikroplastik im Boden oder bei sich im Garten, wird es ein bisschen schwierig, unbedruckte und unverarbeitete Pappe zu bekommen und das dann auch so ziemlich ohne jegliche Kostenaufwendungen zu bekommen. Kann natürlich auch wieder ins Geld gehen, wer sich das leisten möchte, gerne. Wenn er die Ressourcen von außen holen möchte, gerne. Es ist genau das Gleiche mit dem Kompost holen. Also ich habe jetzt zum Beispiel keinen Hänger. Anhängerkupplung oder sowas, kann jetzt nicht zu den Kompostwerken fahren und mir dann wirklich für die Fläche zum Beispiel im Schrebergarten den Kompost von außen holen. Ob man sich jetzt das von außen holen sollte, ist jedem seine Entscheidung. Bei manchen Permakulturisten, die möchten ja den Kreislauf innerhalb von sich haben, so unabhängig wie möglich sein, kann ich auch verstehen, sehr gut sogar. Versuche auch in die Richtung immer mehr zu gehen. Wenn sich da jemand Kompost holen möchte, kein Problem, ist für mich auch, ja, soll ja jeder machen, was er möchte. Jedenfalls, wenn man halt keinen Hänger hat oder die Möglichkeit hat, den Kompost anzuschaffen, habe ich jetzt so circa versucht, 30 cm Laub reinzusetzen. Muss man halt auch wieder bei dem No-Dig aufpassen. Ich habe bei mir im Naturgarten Brennnessel und Giersch, das sind sehr starke Durchwurzler. Und wenn man da nicht dran bleibt, dann wird es im nächsten Jahr trotzdem wieder ins Beet mit reinkommen. Das habe ich jetzt auch da gesehen bei den Brennnesseln. Also die sind da wirklich wieder nach ein, zwei Jahren wirklich wieder mit reingekommen. Da muss man auch wieder immer mit dabei sein. Und die Erde ist zwar locker, die bekommst du dann auch weiter raus und ist zwar nicht verdichtet, aber man muss halt immer wieder schauen, wo halt die Prioritäten sind. No-Dig oder Umgraben, für mich, ich nutze beides. Habe mit beiden Erfolg gehabt, manchmal auch mal Misserfolge, auch mit dem Umgraben bei einem Beet. Sind die Gemüsepflanzen nicht so gut gewachsen oder auch bei einem No-Dig hatte ich auch wirklich mal Erfahrung, wo die Pflanze ja doch nicht gewachsen ist. Also da sehe ich halt immer, ist unsere Stärke in der Menschlichkeit und auch in der Natur, Neutralität bewahren. Die einen möchten umgraben, die anderen nicht. Was mich ein bisschen nervt, ist halt immer diese Bekehrungen, dass man jetzt ich zum Beispiel meinen Vater da so bekehren soll, nicht unbedingt umgraben und er will es so. Das sind halt der alte Schule, die haben es halt so gelernt, jahrelang. Das einfach von heute auf morgen umwerfen, das ist halt ein bisschen schwierig. Muss sich auch selber jeder mal selbst in die Lage versetzen, wenn man wirklich was jahrelang praktiziert und dann kommt einer her und sagt so, ist falsch. Ist auch ein dummes Gefühl und wie gesagt, no dick oder dick, umgraben oder nicht umgraben,
Ich habe ja schon erzählt, ich mache beides, finde ich beides legitim, soll man auch beides machen. Jeder, wie er halt in seinem Maße kann, ob er die Ressourcen heranbringt oder nicht. Und das ist jetzt so meine Sichtweise. Ich möchte jetzt auch das Video damit belassen. Ich möchte jetzt ein bisschen weiter umgraben. Schöner Tag heute. Genieße einfach die Natur. Für mich ist das Umgraben auch sehr meditativ. Ich schaue mir dann einfach an, kleines Lebewesen, was da auch alles mit drin ist. Da kann man auch schon wieder lernen. Da hat es Umgraben auch einen Vorteil, wenn man sagt, ja, no dick, dann machst du das Bodenleben kaputt. Dann kannst du sagen, komm, grabe mir mal ein Beet und dann siehst du mal, welche Bodenlebewesen da leben. Da gibt es noch viel mehr. Und jetzt ist die Gabel umgefallen. Und so schafft man ja auch natürlich ein gewisses Bewusstsein. Einfach den Leuten zeigen, hey, das lebt ja eigentlich da drin. Das sind die vielen verschiedenen Würmchen. Es gibt ja nicht nur den einen Regen, sondern der Kompression. Es gibt ja ganz verschiedenes mehr. Aber in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Dann könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben und einfach einen Kommentar hinterlassen, wenn es euch gefallen hat oder einfach welche Erfahrungen ihr alles Mögliche gehabt habt. Dick, notig, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Lese ich immer sehr gerne. Natürlich könnt ihr auch Freunden, Bekannten, Familie von mir und meinem Projekt erzählen, damit mehr Leute auf mich aufmerksam werden und auch mehr Unterstützer sich finden für das Projekt und ich auch euch weiter mit Videos beschenken darf oder euch geben darf und natürlich auch weiterhin das Projekt für euch am Laufen erhalten kann. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und auch auf meiner Webseite www.projektpeace.de. So, in diesem Sinne dürfen wir jetzt alle wieder gehen. Ihr dürft eure Fackeln oder Mistgabeln wieder nehmen. Dürft auch auf mich losgehen, wenn ihr wollt. Wenn es unbedingt sein soll, wenn es euch nicht überzeugt hat. Aber ich werde jetzt weiter graben. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.